Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zu Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. So, wir sind eigentlich schon ganz knapp vor dem Ende des Falls, denn die Schlinge um den wahren Täter wird sich hier immer weiter zuziehen. Und dazu untersuchen wir jetzt erstmal hier diese Statue. So, das ist also die berühmt-berüchtigte Alif-Roth-Statue, Was ist es denn, Mr. Edgeworth? Haben Sie irgendwas gefunden? Irgendetwas ist falsch mit diesem Bild. Ich sollte es näher untersuchen. Ja, jetzt überlegt mal, warum heißt sie Alif-Rote Statue? Komisch. Diese Augen hier könnten ein bisschen verräterisch sein. Widerlegung. Und womit können wir sie kombinieren? Mit dem Foto von Mr. Higgs. Eureka! Diese Augen sind ziemlich schrecklich orange, finden Sie nicht? Ja, und ziemlich hübsch. Sie erinnern mich irgendwie an einen Sonnenaufgang, als ich noch in der Grundschule gegangen bin, Sir. Ich glaube nicht, dass Sie das sehen, was ich meine. Doch, das tue ich. Aber es ist wirklich die Farbe der Sonne, wenn sie aufgeht oder untergeht, je nachdem. Setting, keine Ahnung. Könnte untergehen auch sein. Ah, die Erinnerungen. Ich erinnere mich, als ich dort auf dem Feld stand und mit den Armen ausgestreckt mich am Drehen war, bis ich mich ziemlich schlecht fühlte. Mich interessiert hier dieser Sonnenkram nicht. Fokussieren Sie sich mal, Inspektor. Welche Farbe haben die Augen in dem Foto? Hä? Ah, Sir, Sie sind rot. Wie ich es mir gedacht habe, diese Statue ist eine Fälschung. Mr. LeBlanc. Was meinen Sie hier? Was wollen Sie? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Ich erlaube Ihnen 2 Sekunden für die Antwort. Die Alif Roth. Ich nehme an, sie ist ihr ganzer Stolz, nicht wahr? Es ist meine größte Trophäe in meinem europäischen Trip. Wissen Sie, warum ich unbedingt diese Statue haben wollte? Der Abzug wurde vor 17 Jahren betätigt. Nehmen Sie sich besser einen Stuhl, Sir. Ich glaube, das wird eine ziemlich lange Story. Mr. LeBlanc, ich bereue es Ihnen, Sie zu informieren. Und Sie haben meine herzhafte Sympathie, aber... Was ist es denn? Sympathie für was? Sie werden sehen. Also, ich möchte mit Ihnen die Augen hier vergleichen. Dieser Typ da hat sehr große und schöne Augen im Vergleich zu Ihnen. Ich habe nicht uns beide gemeint. Ich meinte die Augen der Statue vor uns und die auf dem Foto. Warum dieses plötzliche Geschrei? Nun denn, oh! Das Foto ist von der Statue im Museum in Europa. Sehen Sie es jetzt, Mr. LeBlanc? Die Statue vor uns ist eine Fälschung. Ah, eine Fälschung! Ich schätze, nähere Untersuchungen sollten durchgeführt werden. Jetzt, wo wir bestätigt haben, dass das eine Fälschung ist. Es muss irgendwo einen Beweis geben, dass diese Statue durchaus in Zhengfa an Bord gebracht wurde. Und ich werde Beweise liefern, die die übrigen Widersprüche erklären. Vielleicht sollte ich hier unten gehen.
Aha, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da ist was eingeklemmt. Was ist das? Es sieht so aus, als würde die Statue auf die Verkleidung des Gepäcks nebenan drauf liegen. Es repräsentiert ein bisschen die Eigenschaft des Besitzers. Siehe, was haben Sie gerade gesagt? Außerdem, meine Kleidung steht niemals unter einem anderen. Es ist viel zu teuer für mich, um das zu erlauben. Bitte verzeihen Sie die Dummheit meines Untergebenen. Trespass, das heißt übrigens nicht Dummheit, aber es war eine Dummheit. Warum sollte ich Ihnen vergeben, hä? Achso, warte. Forgive if... Why should I forgive if the dress... Achso. Ja, von wegen, warum sollte ich das halt erlauben, dass jemand auf die Kleidung trifft? Solange es halt, Ach, was. Irgendein blödes Geschwatz. Blödes Geschwatz, was soll ich damit? Gut. Das ist aber natürlich auch ein Widerspruch. Und zwar... Jetzt muss ich aber überlegen... Cargo vom Sengfa. Das müsste es eigentlich sein. Ja. Eureka! Da ist ganz klein Widerspruch hier. Worüber redest du hier? Es ist doch einfach nur ein anderes Gepäckstück, das unter einem anderen eingeklemmt ist. Nein, das ist nicht möglich. Aber es ist. Es sollte nicht auf diese Art und Weise sein. Aber die Statue steht auf der Verkleidung. Wenn wir also berücksichtigen, dass dieses Gepäckstück in Zhengfa eingeladen wurde, dann sollte eigentlich nichts darüber stehen, was aus Europa kommt. Was bedeutet, dass diese falsche Statue durchaus in Zhengfa reingeschmuggelt wurde? Aber was ist dann mit dem Gepäckzertifikat? Dann lass mich mal zurückfragen. Was ist mit Agent Hicks? Warum ist er mitten des Fluges hier runtergekommen? Es gibt nur einen Grund dafür. Er wollte Beweise sammeln, um die Schmuggelaktivität auf diesem Flugzeug zu beweisen. Das sagst du, aber ich denke nicht, dass das irgendetwas mit dem Mitflug zu tun hat. Wir hätten alles untersuchen können, nachdem das Flugzeug gelandet war. Das mag zwar die Wahrheit sein, aber du hast das alles falsch herum, Franziska. Sicher, Agent Hicks hätte warten können, bis das Flugzeug gelandet war. Aber er hat einen Grund, runter zum Gepäckraum zu gehen. Nehmen wir an, er hätte die falsche Statue nach dem Flughafen gefunden. Dann wäre das der Tausch, nachdem der Tausch stattgefunden hat. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Verdacht natürlich auf den Besitzer der Statue zurückgefallen. Der natürlich keine Ahnung hatte, dass die Statue ohne seines Wissens ausgetauscht wurde. Was bedeutet, dass irgendjemand involviert ist beim Fälschen und Modifizieren von Gepäckzertifikaten? So, die wurde natürlich im Organizer geupdatet. Die Untersuchung ist komplett. Mein Hals ist staubtrocken, das merkt ihr wahrscheinlich. Yeah. Dokument in Borginisch sagt, dass die Statue an Bord in Europa gebracht wurde. Aber die Statue ist eine Fälschung. Ich nehme mal an, das Opfer wusste, dass die echte Version gekidnappt wird, hä?
Ja, man könnte dieses Bild als simples Souvenir nehmen. Aber es war ein Beweisstück, das als Referenz dienen sollte. Als nächstes musste Agent Hicks sicherstellen, dass dieser Schmuggel stattgefunden hat. Er kam nach unten, um ein Bild von dem Gepäck zu machen. Ein ziemlich leeres Gepäckstück, wenn man das so sagen darf, bevor die falsche Statue an Bord gebracht wurde. Ein Foto, wo das Gepäck vermisst wird, wäre Beweis genug gewesen. Alles, was er dann hätte machen müssen, ist die Crew, also die Gepäckcrew von Zheng Fa anzuhalten und den Schmuggler zu verhaften. Genau, das alles beweist nur meine Theorie. Wenn die Statue nicht im Gepäckteil, im Gepäckraum war zwischen Europa und Zheng Fa, dann wäre da genug Höhe gewesen, als dass Agent Hicks dann in den Tod gestürzt wäre. Officer! Bewegen Sie diese Statue sofort! Ich möchte den Boden darunter untersucht haben. Sofort! Frau von Karma, wir haben hier einen Report bekommen. Fahren Sie fort. Nachdem wir die Alif-Rot-Statue aus dem Weg bewegt haben, haben wir das Gebiet drumherum mit Luminol getestet und es gab eine Reaktion. Ich verstehe. Dort war also eine Reaktion zu Luminol. Das bedeutet, dass Blut an dieser Stelle war. Können wir bitte aufhören, da drauf zu schauen, Sir? Es scheint so, als hätte meine Logik, als wäre meine Logik korrekt gewesen. Ich denke, so könnte es gewesen sein. Der Täter hat das Blut ziemlich gut weggewischt. Und wie, glaubst du, hat der Mörder das getan? Wie hat der Mörder das ganze Blut weggewischt? Nun, wahrscheinlich mit dieser Kleidung hier. Nimm das! Der Mörder hat dieses blutige Kleidungsstück benutzt, das wir im Koffer gefunden haben. Ich verstehe. Der Täter musste das ganze Blut wegwischen, bevor das Flugzeug in Zheng Fa gelandet ist. Ja, ansonsten hätte die Gepäckcrew das ganze Blut entdeckt. Also sagt ihr, dass der Mord vor der Landung in Zheng Fa geschehen ist? Es gibt keine andere logische Zeitbereich, um das alles zu erklären. Wenn das aber wahr ist, dann ist die Aussage einer Person im Widerspruch. Und ich glaube, die wurde sogar im letzten Part ziemlich gut entdeckt. Wenn der Mord geschehen ist, bevor wir in Zheng Fa gelandet sind, dann ist das hier ziemlich verdächtig. Nämlich Miss Milis Aussage. Erinnern Sie sich über Miss Milis Aussage über Agent Hicks, als wir von Zheng Fa gestartet sind. Ich habe Mr. Hicks in seinem Sitz gesehen um 5 Uhr, wissen Sie? Sie behauptet, dass Agent Hicks zum Zeitpunkt noch gelebt hat, aber... Das ist widersprüchlich zu den Fakten, Sir! Aber warum sollte sie über so etwas lügen? Ich denke, die einzige Person, die das beantworten kann, ist Frau Midi selbst. To be continued. Na komm, Speicher.
Ja, da haben wir die schlafende Mumie. Gut, wie wird es im nächsten Part weitergeben? Was hat Miss Mealy mit all dem zu tun? Das klären wir im nahenden Finale des zweiten Falles. Bis dann.